Moin Leute. Boah, über 100.000 Unterschriften hat unsere Petition zur Vereinfachung von Balkonsolaranlagen bekommen. 100 Scheißtausend, ey, das ist unfassbar. Tausend Dank, Leute, ey, ich hoffe, wir kriegen da richtig was erreicht. Also, ich denke, mit der Anzahl können wir da schon ein bisschen Stress machen, aber die haben auch Bock drauf. Also, ich glaube, das wird was. Wir sind damit unter den Top 10 der stärksten Petitionen im Bundestag ever. Ja, ich finde es echt unfassbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier und jetzt erzähle ich euch, wie es eigentlich weitergeht und vor allem, was eigentlich im Hintergrund und auch so in meinem Kopf so abgeht. Denn so eine große Petition erzeugt natürlich mega viel Aufmerksamkeit. Es gab auch erste Reaktionen aus der Politik, aus der Presse und zudem haben wir entschieden, wer mich eigentlich bei der Sitzung am 8.5. begleitet. Denn ich darf eine Begleitperson mitnehmen. Nach der Sitzung treffen wir uns auch in Berlin und ich werde live und unverfälscht berichten, wie wir das alles erlebt haben, also die ganze Sitzung. Also kommt vorbei, wenn ihr Bock habt und supportet uns, aber dazu kommt gleich noch ein bisschen mehr. Ja, am 8.5. um 13.20 Uhr werden Christian Ofenhäusle, er ist mein Begleiter von machdeinenstrom.de und ich in diesem Gebäude in Berlin sitzen und den Regierungsvertretern und Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Das Ganze wird dann live übertragen im Parlaments-TV und den Link findet ihr unten. Anfangen werde ich mit einer 5 Minuten langen Rede. Danach werden dann die verschiedenen Vertreter der unterschiedlichen Parteien und der Regierung Fragen an uns oder auch untereinander stellen. Also zum Beispiel Fragen an die Regierung, warum habt ihr noch nichts gemacht oder so, sind da relativ typisch. Danach beraten die sich und werden uns unseren Vorschlag dann annehmen oder nicht. Das passiert aber nicht am selben Tag. Wenn ja, dann wird das an die entsprechenden Stellen weitergeleitet mit der Bitte um Umsetzung. Nach der Sitzung, und zwar um 16 Uhr, wollen wir uns dann in Berlin bei der Reichsturmuhr treffen. Text und Adresse findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ja, da werde ich euch dann vor Ort berichten, wie es war. Also kommt super gerne vorbei und supportet uns. Wir werden es aber auch per Zoom übertragen, falls ihr das gerne live, also nicht anwesend sein könnt, nicht in Berlin seid oder so. Wir würden uns natürlich mega freuen, wenn viele Leute kommen würden. Was aber vielleicht noch viel wichtiger ist als das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist eigentlich das, was jetzt im Background abgegangen ist und was das auch einfach für eine wahnsinnig krasse Reise war und auch noch ist. Ja, krass waren mal wieder ein paar Trolle, die meinen, wir hätten einfach die PV-Strategie kopiert und würden uns jetzt mit diesen Lorbeeren schmücken. Ich weiß nicht, ey, in so einem Zustand, wo man so aufgeregt ist und irgendwie einem so viele Sachen durch den Kopf gehen, muss ich auch zugeben, ist man auch empfindlich für sowas. Ja? Also da bin ich echt anfällig. Da ist mein Fell zum Beispiel persönlich bei mir jetzt nicht so dick wie sonst. Es hat mich halt echt hart getroffen, muss ich sagen, weil unsere Petition ging erstens vor Veröffentlichung der PV-Strategie online. Das heißt, wir waren zuerst da, also das können wir gar nicht kopiert haben. Und die Leute aus unserer Gruppe setzen sich ja schon lange für Balkonkraftwerke ein. Das war schon letztes Jahr im Osterpaket, haben Christian von machdeinenstrom.de und Sebastian vom Verein Balkonsolar mit vielen anderen Leuten Vorschläge beim BMWK eingereicht, die Abgeordneten angeschrieben und so weiter. Also da steckt schon so eine mega Vorarbeit dahinter. Also das jetzt einfach so zu reduzieren, das fand ich schon ziemlich düster. Mit meinem Kanal konnte ich der Sache jetzt einfach nur noch die Aufmerksamkeit geben, die sie eigentlich dann auch wirklich verdient hat. Und bisher ist von der Strategie noch nichts in Gesetze gegossen. Also es ist bisher einfach nur ein Blatt Papier, wo eine schöne Absicht draufsteht. Aber es ist noch nichts passiert. Es kann aber noch sehr viel passieren. Ihr könnt euch die Petition, also die wir jetzt gestartet haben, so ein bisschen vorstellen wie sowas wie We are watching you, also von 100.000 Menschen. Also es geht jetzt wirklich darum, dass die Punkte nicht aufweichen, verfälschen oder sonst irgendwie was damit passiert. Also wir wollen, dass das so umgesetzt wird. Was wir aber auch noch machen wollen, ist einige weitere Punkte während der Sitzung zu droppen. Also einfach, weil ihr uns während der ganzen Laufzeit jetzt noch mal ein paar Punkte genannt habt, die euch wichtig sind. Zumindest Punkte, die jetzt nicht zu weit von dem Originaltext von uns entfernt ist. Sonst wird das zu kompliziert. Wir haben noch nur 5 Minuten, ne? Ja, und grundsätzlich, wenn wir nicht den Eindruck hätten, damit irgendwas erreichen zu können, ja, dann würden wir uns doch diesen scheiß Horror nicht antun. Also, warum sage ich Horror? Ja, das macht keinen Spaß, ne? Also, wenn ihr jetzt denkt, hey, das ist eine lustige Truppe, die so völlig entspannt und happy die Welt verbessern will, sich als Held feiern lässt und sich mega auf den Termin freut, nee, tut mir echt leid, so läuft das nicht. Also ich, zumindest für meinen Teil, kann persönlich nur sagen, also mir geht der Arsch komplett auf Grundeis. Ja? Da sind 102.000 Leute, haben das Ding unterschrieben und wir sind eine der unterschriftenstärksten Petitionen überhaupt geworden. Und vermutlich werden während der Sitzung auch viele Augen auf mich und Christian gerichtet sein.
Und ich kenne die Situation während des Ausschusses nicht. Ich habe das noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wie ich selbst darauf reagiere, wie aufgeregt ich sein werde, ob ich immer passende Antworten parat habe. Also ich habe wirklich Angst, irgendwie euch zu enttäuschen oder auch Fehler zu machen. Also das ist, also ich finde das nicht angenehm. Mir macht das auch momentan zumindest keinen Spaß. Vielleicht, wenn es gut gelaufen ist, ist es dann irgendwie cool. Aber im Moment, das ist einfach eine unfassbare Arbeit und auch ein unglaublicher Druck. Und was wir halt auch machen, wir bereiten uns ja vor wie die Verrückten. Ja, wir diskutieren momentan über jeden Scheißsatz in der Rede. Wir bereiten uns auf alle möglichen Fragen vor. Ich habe schon 14 DIN A4 Seiten voll mit Fragen und Antworten, irgendwelche Sachen, die sein könnten. Viele Professoren von Scientists for Future briefen mich momentan und das alles muss ja neben meiner eigentlichen Arbeit passieren. Ja? Also sagen wir es mal so, viel Schlaf kriege ich im Moment echt nicht. Es ist wirklich, wirklich wenig und das jetzt schon eine ganze Weile. Und ich bin echt froh, wenn das alles geschafft ist und ich denke, dass es meinen Mitstreitern ähnlich geht. Also wie gesagt, das ist schon auch irgendwie ein harter Druck, der da auf einem lastet. Ja, ist auch krass, was so im Hintergrund eigentlich abgeht. Also wie gesagt, ich erlebe das auch alles zum ersten Mal. Und es gab tatsächlich eine erste Stellungnahme des BMWK und zwar auf Twitter. Naja, konkret war es Sven Giegold, der sich sogar für unsere Petition ausgesprochen hat und zum Unterschreiben aufgerufen hat. Also er ist parlamentarischer Staatssekretär im BMWK. Also schon ein relativ hohes Amt. Das freut uns natürlich sehr, denn wir wissen jetzt, es ist an einer sehr wichtigen Stelle angekommen. Ja, und ich zitiere ihn mal. Unabhängig von der Behandlung im Bundestag werden wir im BMWK die Vorschläge im Rahmen der Solarstrategie gründlich prüfen. Versprochen. Hat er so geschrieben. Also das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr schönes Zeichen in unseren Augen. Wobei die sich ja bereits damit beschäftigt haben in ihrer PV-Strategie. Ne? Das muss man ja auch sagen. Also da ist ja schon einiges drin. Aber mit unseren 100.000 Stimmen stehen die Chancen auf eine ordentliche Umsetzung natürlich deutlich besser. Ja, auch im Hintergrund unterhalten wir uns alle mit unterschiedlichen Abgeordneten verschiedener Parteien und treffen hier bisher auf wirklich offene Ohren. Also man hat den Eindruck, dass das Thema tatsächlich bei vielen doch ganz positiv besetzt ist, was uns echt auch positiv stimmt, weil wir hoffen, dass es durchgeht. Sogar auf Landesebene werden wir offensichtlich gehört, denn ein Abgeordneter der SPD NRW hat mich zu Hause besucht und hat sich das alles von mir erklären lassen. Und ich habe da natürlich auch Dinge wie Förderung für Balkonkraftwerke und das Problem mit der fehlenden Einspeisevergütung angesprochen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es wirklich auf Interesse gestoßen ist. Das fand ich auch nochmal relativ schön. Möglicherweise werde ich nach der Petition auch nochmal in den Landtag. Möglicherweise werde ich nach der Petition auch nochmal in den Landtag eingeladen, um das Ganze irgendwie zu besprechen, falls es da noch irgendwie was gibt. Aber wie gesagt, das sind alles noch irgendwie ungelegte Eier. Jetzt warten wir erstmal ab, was eigentlich passiert. Ja, auch von der Presse ist Wahnsinn, was da abgeht. Also da bei uns hat sich jetzt schon das WDR irgendwie gemeldet. Ich glaube, Stern TV hat sich gemeldet. Bei den anderen auch noch, keine Ahnung, also es ist Wahnsinn, Radio die ganze Zeit, es geht rauf und runter, also das ist auch irgendwas, was einen ganz schön auf Trab hält. Ja, die Vorbereitung, die wir die ganze Zeit machen, ist halt auch mega krass, ja, wie gesagt, ich hatte es schon eben erzählt, 14 Seiten voll mit möglichen Fragen und Antworten, wir fallen an der Rede bis zum geht nicht mehr und ich spreche auch wirklich die ganze Zeit mit vielen Wissenschaftlern, besonders von Scientists for Future, also zum Beispiel mit Professor Krauter, mit Professor Bruno Burger und so weiter, also es ist halt echt auch total cool, wie viel Support wir da überhaupt kriegen, ne? Ich habe auch mit Elektromeistern gesprochen, also die zum Beispiel auch wirklich da in dem Netzbetrieb tagtäglich arbeiten und einfach wissen, was so ein Trafo wieder aussieht, was der macht. Das hat sich tatsächlich auch sehr gelohnt, fand ich. Also es fühlt sich für mich so an, als würde man auf eine mega schwere Klausur irgendwie lernen und man ist halt total aufgeregt. Also es ist schon echt sehr belastend auch. Ja, wie geht's weiter nach dem 8.5.? Also nach dem Termin berät sich dann der Ausschuss tatsächlich und stimmt den Antrag dann quasi zu oder lehnt ihn ab oder stimmt ihn teilweise zu. Da gibt es dann so verschiedene Kategorien. Das wird auch veröffentlicht, was der Ausschuss dazu schreibt. Und Zustimmung bedeutet in dem Fall, dass die Petition dann weitergeleitet wird mit der Bitte um Umsetzung. Für uns ist es jetzt eher ein Termin, um zu zeigen, ne, we are watching you, macht es bitte ordentlich und setzt es jetzt so um, wie die Bürger es haben wollen, denn wir haben uns jetzt wirklich lange damit auseinandergesetzt. Ne, besonders, wie gesagt, schon der Verein Balkonsolar und auch Christian von machdeinstrom.de waren jetzt hier wirklich schon sehr, sehr lange dabei und auch richtig, richtig gute Arbeit. Also die sprechen andauernd mit ganz vielen Leuten. Also ich glaube, das ist schon echt ein gutes Team hier.
Was vielleicht sogar wichtiger ist als der Erfolg der Petition selbst, durch diese Petition hat sich einfach eine echt starke Gruppe formiert und wir sind alle der Meinung, dass Energie in Bürgerhand gehört. But together we have the power. Zumindest sollten die Bürger die Möglichkeit dazu haben, denn wir haben auch alle selber Bock darauf. Und deswegen werden wir vermutlich nach dieser Petition auch weitermachen. Wir haben auch schon ein paar konkrete Dinge in Planung. Das werde ich euch auch noch alles berichten, aber jetzt erstmal das durchziehen und danach brauche ich auch erstmal Urlaub nach dieser Aktion und brauche mal ein bisschen Erholung, muss mal runterkommen, das alles sacken lassen und auch einfach nach diesem Marathon mal zurückgucken und sich dann überlegen, meine Fresse, was ist denn da abgegangen, denn kommt das gerade alles vor wie so ein Film, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, das ist einfach gerade echt heftig. Okay, wünscht uns Glück und ich hoffe, wir sehen uns auch persönlich am 8.5. in Berlin, ich würde mich wahnsinnig freuen, auch mal ein paar von euch kennenzulernen, ein paar kenne ich natürlich schon, klar. Aber bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.